Willkommen bei Medizinmensch. Gicht im Fuß ist extrem schmerzhaft. Doch obwohl in Deutschland mehr als 1 Million Menschen an dieser extrem schmerzhaften Gelenkentzündung leiden, wird Gicht oft noch immer unzureichend versorgt. Das Resultat? Erneute Gichtanfälle in vielen Betroffenen, die einen Tage, teils wochenlang außer Gefecht setzen können. Doch wie lassen sich erneute Gichtanfälle vermeiden? Ich bin Christian, Facharzt für Innere Medizin und Rheumatologie und lade dich ein, jetzt hier mehr zu lernen und zu erfahren, wie du erneute Attacken von Gicht für immer vermeidest. In diesem Video besprechen wir Harnsäure als den Auslöser von Gichtanfällen, den Einfluss von Ernährung, von Medikamenten sowie Strategien zur Versenkung des Harnsäurespiegels, um Gichtanfälle zu vermeiden. Schließlich besprechen wir praktische Tipps, die zu einer Senkung des Harnsäurespiegels führen. Dieses Video gibt also Tipps, um einen erneuten Gichtanfall zu vermeiden. Für den Fall, dass ihr gerade jetzt einen Gichtanfall habt, verlinke ich euch mein Video mit 5 Tipps und Strategien, die bei einem aktuellen Anfall helfen. Zentral für die Vermeidung von Gicht ist die Vermeidung der Bildung von Harnsäurekristallen. Das geschieht bei einem zu hohen Harnsäurespiegel. Der Harnsäurespiegel wiederum ergibt sich aus dem Gleichgewicht aus Harnsäurebildung und Harnsäureausscheidung über die Niere. Normalerweise beim Gesunden ohne Gicht ist alle Harnsäure, die anfällt, komplett im Blut gelöst. Übersteigt die Konzentration der Harnsäure jedoch die kritische Schwelle von etwa 6,4 Milligramm pro Deziliter, kann es zur Bildung von Harnsäurekristallen kommen. Man kann dieses Phänomen in etwa vergleichen mit einer Salzlösung, in die zunehmend weiteres Salz gegeben wird, bis irgendwann ein Punkt erreicht ist, wo das zusätzliche Salz nicht mehr in der Lösung gelöst werden kann, sondern als Kristall zurückbleibt. Genau das geschieht bei Gicht. Und genau das ist es, was die Entzündung bei Gicht auslösen kann. Kurz zusammengefasst ist also eine Kontrolle des Harnsäurespiegels die effektivste Methode, weitere Gichtanfälle zu vermeiden. Doch wieso kommt es zum erhöhten Harnsäurespiegel? Wie ihr vielleicht wisst, entsteht Harnsäure aus dem sogenannten Purinstoffwechsel. Purine entstehen beim Abbau von Erbinformationen wie DNA. Hier abgebildet ist ein DNA-Molekül mit der charakteristischen Doppelhelix-Struktur. Und hier in der Mitte seht ihr diese Sprossen. Die Hälfte davon sind Purine. Das bedeutet, dass beim Abbau von Zellen Purine und letztendlich somit auch Harnsäure freigesetzt werden. Allerdings ist wichtig zu betonen, dass der Grund für erhöhte Harnsäure meist nicht in erhöhter Harnsäureaufnahme liegt. Das wird an folgendem Beispiel deutlich. Hier abgebildet ist der Amerikaner Joey Chestnut, einer der Rekordhalter im Hotdog-Essen, der in 10 Minuten 73 Hotdogs essen kann. Somit entsteht eine große Menge an Harnsäure aus der Schweine-DNA in dem Fall. Wird nun Joey Chestnut nach diesem Contest einen Gichtanfall erleiden? Wir können das an einem Beispiel, an einem fiktiven Beispiel uns überlegen. Hier ist Joey Chestnut vor dem Wettbewerb. Sein Harnsäurespiegel, sagen wir, liegt bei 4,2 Milligramm pro Deziliter. Und er verdrückt jetzt diese 73 Hot Dogs. Und nach dem Contest steigt sein Harnsäurespiegel an. Das ist aber normalerweise kein großes Problem, weil er jung ist, relativ und vermutlich eine gute Nierenfunktion hat. Das heißt, mit Hilfe der normal funktionierenden Niere wird bei ihm dieses Harnsäuregleichgewicht wieder hergestellt. Das heißt, wahrscheinlich am nächsten Tag ist sein Harnsäurespiegel wieder normal und wenn er jetzt nicht wieder 73 Hotdogs isst, bleibt er dann noch so konstant. Alles ist im Gleichgewicht. Das bedeutet, die Hauptursache für erhöhte Harnsäure liegt in einer verringerten Harnsäureausscheidung. Es gibt einige ganz seltene genetische Defekte, wo mehr Harnsäure gebildet wird oder andere Probleme, wie beispielsweise Krebstherapie. Dann entsteht sehr viel Harnsäure, wenn der Tumor darauf anspricht. Aber das sind doch eher Sonderfälle. Das heißt,
Bei den meisten Fällen liegt es an einer verringerten Harnsäureausscheidung. Es ist sozusagen jetzt nicht notwendigerweise die Schuld eines Patienten, Gicht zu entwickeln, wobei natürlich mit guter Ernährung dagegen gesteuert werden kann. Also es wird hier auch wieder deutlich, hier ist dieses Gleichgewicht jetzt etwas aus dem Ruder. Wir haben eine hohe Purineinnahme, wir haben eine verringerte Harnsäureausscheidung. Das bedeutet, dem Körper bleibt gar nichts anderes übrig, rein chemisch-physikalisch gesehen, als Harnsäure zurückzubehalten. Die sammelt sich an. Früher oder später kommt es zur Bildung von Kristallen in Gelenken und früher oder später kommt es vermutlich zu einem Gichtanfall. Denkt ihr vielleicht auch an die Salzlösung wieder, die ab einem gewissen Punkt einfach übersättigt ist. In vielen Fällen liegt es einfach daran, an ganz normalen Alter. Und diese Grafik hier zeigt den Verlauf der Nierenfunktion im Alter. Also man sieht hier, bei etwa 20 Jahren ist der Peak und dann gibt es eine konstante Phase. Und ab 40 Jahren nimmt die Nierenfunktion allmählich ab, sodass dann hier im Alter von etwa 60 Jahren so das Stadium der milden Niereninsuffizienz erreicht ist, auch beim völlig gesunden älteren Menschen. Ist natürlich ein Risikofaktor, da die Niere einfach nicht mehr so viel Harnsäure ausscheiden kann. Zweiter Grund für verringerte Harnsäureausscheidung: bestimmte Blutdruckmedikamente, vor allem sogenannte Thiazid-Diuretika, wie das Hydrochlorothiazid, sind dafür bekannt, dass sie die Harnsäureausscheidung beeinträchtigen. Was lässt sich nun tun, um Harnsäure zu senken und somit einen erneuten Gichtanfall zu vermeiden? Wie versprochen, hier sind einige Tipps. Anhand dieses Modells können wir sagen, dass, obwohl die Einnahme von Purinen nicht der Hauptauslöser von Gicht ist, eine Verringerung der Einnahme natürlich hilft. Und purinreiche Lebensmittel wie bestimmte Fleischsorten und gerade Innereien zu vermeiden, ist sicher kein schlechter Ratschlag. Ich glaube, dass das auch viele Gichtpatienten wissen. Dennoch sind die Puringehalte mancher Lebensmittel manchmal sehr überraschend. Das heißt, da gibt es sehr gute Quellen online, wo man erfahren kann, welche Lebensmittel wie viele Purine enthalten. Wenn man nun leidenschaftlich gerne eine bestimmte Fleischart isst oder bestimmte Meeresfrüchte, dann kann man das auch mal tun, aber eben in Maßen und idealerweise dann so kombinieren, dass eben die anderen Mahlzeiten an dem Tag dann eben geringer Mengen an Purinen enthalten. Das kann man nachschauen, das verlinke ich euch auch eine Ressource. Aber was bei der Ernährung vielleicht weniger bekannt ist, ist, dass natürlich auch die Ernährung Einfluss auf die Ausscheidung von Harnsäure haben kann und auch positive Auswirkungen. So sind zum Beispiel Kirschen sehr gut, um die Harnsäureausscheidung zu erhöhen. Es hat natürlich keinen gigantischen Effekt, aber es hilft. Das heißt, der Konsum von Kirschen ist vorteilhaft. Ebenso der Konsum von mageren Milchprodukten oder Milchprodukten insgesamt. Also auch wenn Milchprodukte vielleicht nicht immer gesund sind, auf den Harnsäurespiegel haben sie eine positive Auswirkung. Da verlinke ich euch auch die Artikel zu den Kirschen und den Milchprodukten, zu den Studien, wo das gezeigt wurde. Und natürlich auch der Konsum von Wasser. Also auch nicht übermäßig, aber gut hydriert sein, zumindest nicht ausgetrocknet zu sein, hilft der Niere natürlich auch Harnsäure auszuscheiden. Die Nieren werden nicht Harnsäure ausscheiden können, wenn sie einfach kein Volumen haben, einfach darauf getrimmt sind, nun alles mögliche Wasser sofort rückresorbieren zu müssen. Also ihr helft euren Nieren, wenn ihr zumindest normal trinkt. Vielleicht auch nicht übermäßig trinken, können natürlich auch andere Überlegungen sein, warum ihr nicht extrem viel trinken solltet, aber doch eine gesunde Menge trinken hilft auf jeden Fall, Harnsäure loszuwerden. Bei den Medikamenten gibt es auch bekannte Sachen, vielleicht einige Sachen, die auch nicht so bekannt sind. Wie gesagt, sind manche Medikamente dafür bekannt, den Harnsäurespiegel zu erhöhen. Ganz voran das Hydrochlorothiazid oder HCT, ein Blutdruckmedikament. Also wenn ihr das einnehmt und an Gicht leidet, sprecht mit eurem Hausarzt, ob ihr das wirklich genau das braucht. Vielleicht könnt ihr auf ein anderes Blutdruckmedikament umgestellt werden. Ein besonders gutes Blutdruckmedikament in der Hinsicht wäre dann auch Losartan.
Denn Losartan ist ein Blutdruckmedikament, was ganz im Gegensatz dazu die Harnsäureausscheidung erhöht. Das kann man natürlich sehr gut gebrauchen, weil das auch entscheidend sein kann, ob ihr eben einen Anfall habt, beziehungsweise ob ihr Medikamente nehmen müsst, zusätzliche, um das zu vermeiden. Ja, und sobald ihr das gemacht habt, ihr habt eure Ernährung umgestellt, ihr habt eventuell eure Medikamente etwas verändert, wäre es dann auch dann Zeit, euren Harnsäurespiegel wieder zu testen. Also wenn euer Harnsäurespiegel jetzt unterhalb von 6 ist mit diesen Maßnahmen, dann ist das wunderbar. In bestimmten Fällen wäre auch ein Spiegel unter 5 anstrebenswert, aber generell unter 6. Und das Risiko für einen erneuten Gichtanfall ist bei dem Level sehr, sehr gering. Das heißt, ihr könnt einfach dann mit diesem neuen Lifestyle so weitermachen wie bisher, und vielleicht ab und zu mal eure Harnsäure checken lassen. Und solange die unter 6 bleibt, seid ihr auf der sicheren Seite und müsst euch um Gichtanfälle überhaupt keine Sorgen mehr machen. Für den Fall, dass das mit den Maßnahmen nicht gelingt, ist es zumindest eine Überlegung wert, jetzt mit Medikamenten die Harnsäure medikamentös zu senken, weil das Risiko für einen erhöhten Gichtanfall doch sehr hoch ist. Das heißt, in der Situation sollte man zumindest darüber nachdenken, Medikamente zu nehmen, um die Harnsäure auf die Weise zu senken. Da gibt es verschiedene Optionen. Wieder ist nicht so wichtig, welche Option man wählt, sind auch sehr ähnlich. Also die häufigste Medikation ist das Allopurinol. Allopurinol wirkt dadurch, dass das Enzym, was die Harnsäure bildet, gehemmt wird. Die Purine werden dann in anderen Vorstufen über die Niere leichter ausgeschieden. Febuxostat ist eine Alternative, gleiches Wirkprinzip. Und dann gibt es auch andere Medikamente. Also man kann jetzt auch künstliche Enzyme geben, die dann die Harnsäure abbauen. Oder Medikamente wie Probenecid, die Harnsäureausscheidung erhöhen. Das Ziel ist es, euch mit diesem Medikament unter diese Schwelle von 6,4 zu bringen. Und wie genau das erreicht wird, spielt keine so große Rolle. Das am häufigsten verwendete Medikament ist das Allopurinol. Darum zu Allopurinol noch einige gesonderte Tipps. Grundsätzlich ein sicheres Medikament und auch sehr wirksam und über Jahrzehnte bewährt. Darum auf jeden Fall Empfehlung für das Allopurinol. Es kann in sehr seltenen Fällen zu Hautreaktionen auf das Allopurinol kommen. In einzelnen Fällen können die sehr schwerwiegend verlaufen, im Extremfall sogar tödlich. Wie gesagt, das ist selten, ist aber ein bekanntes Phänomen und wiederholt beschrieben. Und das Risiko dafür ist auch geringer, wenn man mit sehr niedriger Dosis beginnt. Und auch für den Fall, dass ihr als Patient einen Hautausschlag entwickelt, dass ihr dann aufhört, dieses Medikament zu nehmen, um das zu vermeiden. Wie gesagt, wenn ihr schon jahrelang Allopurinol nehmt und das gut vertragt, nehmt es weiter. Aber gerade am Anfang können halt einige Menschen darauf reagieren. Das ist besonders der Fall bei Ostasiaten, also Korea, Japan, China. Menschen aus den Regionen oder deren Familien aus den Regionen stammen, haben eine bestimmte Genvariante, bestimmtes sogenanntes HLA-Molekül. Das führt dazu, dass diese Personen ein besonders hohes Risiko für so eine Reaktion haben. Das heißt, es ist empfohlen, in diesen Personen auf diese Genvariante zu testen. Wie gesagt, ist das vor allem in asiatischstämmigen Menschen relevant, aber globalisierte Welt, daher gut, das zu wissen. Und wie gesagt, ja, das HLA-Molekül ist ein bestimmtes Adaptermolekül, was auch sehr stark unterschiedlich von Mensch zu Mensch ist, ist auch ein großer Grund dafür, dass unsere Immunsysteme so unterschiedlich reagieren. Und diese eine Variante macht es halt wahrscheinlicher, diese starke Immunantwort auf das Allopurinol zu entwickeln. Allgemeine Tipps für euch wären auch, den Harnsäurespiegel zu kontrollieren, zumindest ab und zu. Zum einen wollt ihr wissen, ob dieses Medikament funktioniert, ob die Dosis richtig ist, ob ihr vielleicht eine höhere Dosis braucht oder vielleicht ein Medikament gesenkt werden kann oder gestoppt werden kann. Also das wäre gut, ab und zu zumindest zu kontrollieren, dass ihr sicher seid, zumindest unterhalb dieser Schwelle zu sein, wo Gichtanfälle häufiger werden, und auch nicht mehr Medikamente einnehmt, als ihr müsst. Es ist natürlich immer ein Versuch wert, diese Ernährungsänderungen und vielleicht auch eventuell andere Medikationsänderungen vorzunehmen, um zu sehen,
was ist der Effekt auf den Harnsäurespiegel, und möglicherweise können dann diese Medikamente auch teilweise wieder gestoppt werden. Und ja, besondere Situationen sind zum Beispiel eine starke Niereninsuffizienz. Wie gesagt, die Niere ist vor allem für die Harnsäureausscheidung verantwortlich. Auf der anderen Seite kommen dann auch andere Medikamente teilweise nicht in Frage. Das heißt, in der Situation wird euch euer Arzt normalerweise einen Spezialisten überweisen, weil das halt doch eine komplexere Situation ist, für solche Patienten die Gichtprophylaxe durchzuführen. Oder auch, wenn ihr einen Arzt habt und bei dem trotz allen guten Versuchen immer wieder Gichtanfälle habt, dann könnte es auch Zeit sein, einen Spezialisten aufzusuchen. Wenn ihr euch auch fragt, wie ihr einen guten Arzt findet, ich habe auch ein spezielles Video, was ich euch hier oben verlinke. Und hier sind meine Tipps zur Vermeidung von Gicht nochmal zusammengefasst. Nummer 1, die Ernährung spielt eine wichtige Rolle bei Gicht. Allerdings nicht nur geht es um die Vermeidung der Aufnahme von Purin, sondern kann Ernährung auch einen Einfluss auf die Ausscheidung von Harnsäure haben. Und hier ist der Konsum von Kirschen oder Milchprodukten vorteilhaft. Nummer 2, Medikamente spielen eine wichtige Rolle, auch Medikamente, die nicht unbedingt für Gicht sind. Und die können positive wie negative Auswirkungen haben. Genannt sei nochmal das Beispiel mit den Blutdruckmedikamenten. Das ist etwas, was eventuell noch optimiert werden kann. Wenn euer Harnsäurespiegel trotzdem hoch bleibt und ihr eventuell noch einen weiteren Gichtanfall habt, ist definitiv die medikamentöse Senkung der Harnsäure in Betracht zu ziehen. Für den Fall ist Allopurinol ein gutes und bewährtes Mittel, funktioniert sehr gut, ist generell sehr sicher. In seltenen Fällen kann es aber zu Hautreaktionen kommen. Darum achtet drauf, und möglicherweise wird euer Arzt euch auch verschreiben, das langsamer zu starten. Das senkt das Risiko. Und sobald ihr eine Therapie dafür habt, ist es auch eine gute Idee, den Harnsäurespiegel wieder zu kontrollieren. Einfach zu schauen, ob ihr die richtige Dosis habt oder ob vielleicht auch Medikamente reduziert oder gestoppt werden können. Ich hoffe, die Tipps waren hilfreich und unterstützen euch dabei, einen neuen Gichtanfall für immer zu vermeiden. Wenn euch Gicht interessiert, schaut auch mein nächstes Video zu der Frage, was sind die Vorteile von Gicht, was ist ein zu niedriger Harnsäurespiegel und eine Antwort auf die Frage, warum Löwen niemals Gicht bekommen. Also schaut hier rein. Für den Fall, dass das Video noch nicht draußen ist, verlinke ich euch den Kanal. Abonniert schon mal, dann werdet ihr benachrichtigt, sobald das Video erscheint. Macht's gut. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Euer Medizinmensch.